Dann geht doch. Jetzt müssen wir den aber noch. Mach mal, Alter. Ich drücke schnell. Jetzt, so. Jetzt aber. Hä? Der will einfach nicht hoch machen. Jetzt, oder? Ja, jetzt hat er Power. Es ist auf Rot. Haha. Toki, was hast du nur gemacht? Okay, wow, aktivieren. Wow, wow. Ich glaube, das hat geklappt. Yeah. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weitere unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Aha. Na ja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Boah, wie schön der Anblick. Ich weiß, wo das hinführt. Boah, Toki, sieh dir das mal an. Da oben, ja. Boah, wie geil. Sehr nice. Toki, das ist dein Gemälde, ey. Jojo, mit Santos du treffen. Mit Santos treffen. Santos. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Mann, schade, dass dieser Anschluss oder halt Schussspitze, wie auch immer, weiß ich nicht. Nur drei Schüsse hat oder was? Ja, nee, allerdings, also drei Schuss Modus, nee, Modi hat. Ich fände Automatik eh immer besser. Ich auch. Egal, warte, in welchem da ist er doch. Da ist er doch, das ist Santos. Das hat DOS, wie geht's dir denn so? Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ach, das ist ja eine die. Achso. Jo, die Santos. Aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Halt die Schnauze! Halt die Fresse! Sondenwaffe, was ist das denn? Sieht aus, als hätten sie eine Telemetriespitze modifiziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Wir finden's raus. Bin bald zurück. Okay. Okay, Transfer ist gut abgeschlossen. Um die Maschine zu finden. Warum sind sie noch hier? Bei mir ist das... Anscheinend müssen wir nicht in den Aufzug, wie es aussieht. Da unten sich eine Bank, da unten. Wir müssen aber woanders hin, ne? Aber lass erstmal da vorne hingehen. Kurz was checken. Alter, was ist denn das für ein Teil? So eine richtige Spitze, Alter. Guck dir die mal an, ey. Ey, das ist. Kann ich irgendwas machen? Mit Minigun, Digga. Kann ich da was machen? Nein, inaktiv. Der ist inaktiv, deshalb können wir den auch nicht benutzen. Ja. Deshalb müssen wir den Sucherbot einschalten. Ja, ich hab schon alle verbraucht, soweit. Kann man die eigentlich wieder nehmen oder bleiben die dann immer da? Ich meine, weil ich habe derzeit keine mehr. Die sind wieder automatisch da. Okay. Also bei der Bank halt. Ja, da muss ich die dann abholen, ne? Ja. Der ist auch inaktiv, also wir müssen. Ah, Stase. Aber ich habe schon genug. Lag da noch. Lol. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Ach, wir müssen zum Aufzug, glaube ich. Ja, ja, genau, wir müssen zum Aufzug. Ja. Und dann müssen wir uns, glaube ich, um dieses fette Teil hier kümmern, ne, danach oder sowas. Weil das steht ja auch noch aus. Boah, Toki, du siehst so geil aus, ne, mit diesem roten LED-Licht. Du aber auch. Licht, mein ich. Mit deinem Blaulicht. Okay. Das ist auch noch türkis. Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment funktioniert und Sie finden Bank. Die Maschine. Cool. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung dieses Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine und dann kümmern wir uns um diesen Codex. Unfassbar. Leider immer noch zu wenig Wolfram, um ein Upgrade durchzuführen. Man sollte auch mal die Pläne durchgucken, weil die haben auch so eine geile Waffe. Ah, die sind jetzt nicht so besonders, finde ich. Ja, also besonders ist jedenfalls, dass man seine eigene Waffe irgendwie kreiert. Ja. Wobei man auch mit den Standardwaffen durchs Spiel kommen kann, ne? Hier, Alter. Den müssen wir machen. Gehärtete Kurbel, die an Torque-Schlössern aus Wolfram verwendet werden kann.
Den hole ich mir mal. Vielleicht. Ach ja, den haben wir schon mal. Ach, den habe ich ja bereits gekauft. Stimmt. So. Okay, alles klar. Wo geht's lang? Wir müssen jetzt dorthin. Hä, hey, Sucherbot wartet an der Bank. Ich dachte, ich hätte den. Ich hätte den eingesetzt. Ich habe nämlich nur einen. Ich muss auf Partner warten. Ach, der hat jetzt nochmal welche gesammelt. Ah, erst kam der erste und dann der zweite Sucherbot zurück. Okay. Genau, weil wir haben jetzt 2 Stück von denen. Ja gut, dann gehe ich jetzt wieder, drücke ich wieder F und hau ab, weil ich habe ja jetzt 2 Bots, glaube ich. Ja, jetzt habe ich 2 wieder. Gut, dann können wir ja weg, ne? Abhauen. Jo. Tschüssikowski, würde ich da mal sagen, ne? Tschüssikowski. So. Okay. Partner braucht mehr Platz. Okay, wir müssen jetzt wieder ganz zurück und hier buggt das wieder. Ach, bei mir ist alles still. Einfach ignorieren, mehr nicht. Genau. Dann passt das schon. So. Kannst du einschalten, den Lastenaufzug und auf geht's. Die Lautstärke müsste jetzt bei mir eigentlich auch ganz okay sein. Weil vorhin war das echt zu laut. Man hat dich kaum gehört. War das aber nur an einer Stelle? Also nur bei dieser Stelle? Ja. Aber es passt schon so. Oder auch nicht. Die haben sich selber umgebracht. Ach du Scheiße. What the fuck? Und die buggen bei mir. Munition! Stirb, Alter! Aus. Ich bin zwar schon tot, aber Wayne. Wer fickt mich? Ich box Bastard, trotzdem rein. Alter. Da spritzt das Blut, aber gewaltig. Oha, ey. Respekt an dich, Zocki, Alter. Du bist richtig kräftig und stark und breit und groß. Ja, danke. Ja, danke. Das freut mich zu hören. Oh, hier können wir wieder an die Bank, ne? Ah, du hast wieder einen Sucherbot hingemacht. Ah, der krabbelt in die Bank rein, hast du gerade gesehen? Der ist gerade in die Bank, in diesen Rollo reingegangen. Unten. Ich hab den leider nicht gesehen. Geil. Glaub ich. Ach, meiner ist auch gerade zurückgekehrt. Glaub ich, platziere den hier nochmal, auch wenn er nicht viel findet, ist ja egal. Wenigstens etwas, ne? Nein, der Sucherbot, der findet immer alles. Ja. So ist das. Okay. Ja. Weil meiner hat immer irgendetwas gewonnen. Unbedingt. Immer. Ja, und ich meine, lieber 2 einsetzen als nur einer, weil die suchen dann mehr insgesamt, ne? Ist ja klar. Genau. Ja, ist ja logisch, ne? Ja. Also je mehr Sucherbots, desto mehr sucht der, desto mehr sucht der, desto mehr findet der. Ja. Ne? Ist ja logisch. Auf geht's. Sieht aus, als wäre der Pfad hier oben. Hey. Oh nein, der Boss. Alles okay? Da draußen war eine Frau. Ellie? Vielleicht sollten wir sie mal suchen. Gute Idee, Zocki. Würde ich auch mal sagen. Das hast du doch bereits gesagt. Nee. Ja, klar. Wir sollten die Frau mal suchen. Ach, Koop-Mission. Ey, cool. Oh, warte. Gerne. Lass die machen. Die machen wir. Ey, klar, und ich, auch, klar, wenn das, Digga, machen wir ey auch wenn das Awakened DLC oder wie das heißt 10 Euro kostet, ich würde sagen, wir kaufen das, okay? Und wir machen das auch. Scheiß drauf, okay? Moment, ich muss erstmal kacken. Nee, was sagst du dazu? Okay. Kaufen wir, ne? Auch wenn es nicht so lang ist. I don't know. Aber zu 80% kann ich dir bestätigen, nein. Wieso nein? Spaß. Nein, Spaß. Nee, ich finde, das gehört noch zur Geschichte, deswegen kann man das schon machen. Ich meine, das ist ja nicht schlimm. So. Hier, wir haben optionale Missionen, 2 sogar. Wir können das Vorratslager untersuchen und einmal Koop-Mission. Also machen wir mal als erstes Vorratslager. Ja, würde ich auch sagen, ne? Ja. Genau. Okay, das Vorratslager, wo geht's lang eigentlich? Müssen wir hier hinten rein, eventuell? Gucken mal. Bei mir macht da gar nichts, der Ordner da. Ne, ist alles verriegelt. Ah doch, wir können hier rein. Zugang zum Plateau. Alle Sicherheitsstufen. Was können wir hier machen? Kommt. Boah, die Aussicht, Leute. Seht ihr da, euch das mal an, ey. Wie geil das hier aussieht. Ich finde das richtig geil. Ich feiere dieses Spiel. Und vor allem hier meiner ist der beste, Alter, hier. Mit dem roten Licht und so. Und mit mir dem türkisen Licht. Ja. So, wir müssen hier zum Platon, also hier rein, ne? Platon. Warte mal kurz. Ey, vielleicht ist das ja der Weg zum
zu der Mission, zu der Hauptmission, ne? Glaube ich nicht, wenn das angezeigt wird. Doch, jetzt ist es auf einmal aber... Hä? Gerade wurde doch ein anderer Zielpunkt angezeigt. Laut eines Textlogs, das ich gefunden habe, unterhält die SCAF ein Netzwerk aus unterirdischen Vorratslagern, das sich über das ganze Tau Volantis erstreckte. Vielleicht komme ich mit dieser Schlüsselkarte in dieses Netzwerk. Ich sollte zumindest versuchen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wenn sich die Gelegenheit bietet. Also würde ich sagen, wir gehen mal wieder zurück. Vielleicht ist es ja das. Also da, ja, nur, was wir machen können. Es wäre halt von Vorteil, wenn wir nicht die falsche Mission angehen, ne? Ja, und also unter anderem zu dem Aufzug zu gehen da vorne, also ja, Platon. Genau. Weil das ist ja der Hauptmission. Haben Sie wirklich jemanden gesehen? Das ist der einzige Weg, den sie genommen haben könnte. Danach habe ich mich gefragt. Siehst du, da geht's weiter. Oh, wie sie rumbagen hier. Also quasi mit der optionalen Mission. Ja. Also geht's weiter. Das heißt, Leute, also nochmal für die ganz dummen Leute jetzt, also die gibt's ja immer, ne? Deshalb, also sag ich jetzt einfach mal. Optionale Missionen sind Missionen da, wo man sich ein paar Bonis leisten kann, sage ich jetzt mal so. Ne, Zocki? Ja, ja. Das heißt also, wenn wir die optionalen Missionen nicht machen, dann verpassen wir einige Bonis und das ist scheiße, ganz ehrlich. Alter, was für Töne. Was denn? Bei mir kommen so Töne, Alter. Da heult anscheinend jemand. Ich? Nee, gerade hier. In-game. Okay. Leiter vom Partner blockiert. Ich bin an der Leiter, siehst du das nicht? Alter, aber bei mir backt er auch gerade. So. Wo ist denn die Frau gerade, Alter? Die ist weg. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt richtig sind, aber... Doch, wir müssen richtig sein, weil die Frau in die Richtung gegangen ist. Ja. Das heißt, wir müssen hier richtig sein. Und trotzdem kein Ziel, ey. Ja, nicht, dass wir komplett woanders hinlaufen, wo wir gar nicht hin müssen, weißt du? Wäre dann auch nicht so vorteilhaft, ne? Aber no risk, no fun, ne, halt. Wenn wir es riskieren, dann bekommen wir das Doppelte. Wenn wir nicht riskieren, dann ist alles langweilig. Ja. Vielleicht ist sie ja hingegangen. Hallo, gute Frau, wo bist du denn hingelaufen? Hingegangen. Wir hätten uns merken müssen, von wo wir vorhin kamen. Von welcher Tür aus, also von welchem Aufzug aus. Dann wird es uns jetzt leichter fallen. Sucherbord wartet an der Bank. Cool. Stand da bei mir gerade als eine Meldung. Okay. Gehen wir wieder zurück, oder? Oder... Keine Ahnung. Nee, das geht ja noch weiter hier. Ja, aber anscheinend sind wir falsch. Ich weiß es ja nicht. Ach, Quatsch. Warum würde denn dein Charakter uns lügen, bitteschön? Nee, da vorne hier. Zum Aufmachen. Yes. Somatgel. Ey, Somatgel. Cool. Da, hier waren wir aber doch schon. Da guck. Hier waren wir schon. Da guck, siehst du den? Ja, den meine ich. Das habe ich dir ja vorhin auch gesagt, wo er in den Rollo rein ist. Mach die Rolle runter. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich sag nur iPhone. iPhone, genau. Alter, das waren Zeiten. Die Zeiten werden nie wieder kommen irgendwie. Ja. Aber egal. So. Heute ist heute und früher ist früher, ganz einfach. Genau. Kann man nichts wieder machen irgendwie. Okay, Platinen. Genau. Ich kann leider nichts herstellen, der Suchbot hat anscheinend nichts gefunden. Gelitten. Ich könnte mir eigentlich, wie soll ich sagen, ich könnte zwei Feuerrate, nee, mache ich jetzt nicht. Und ich überlege, ob wir richtig sind. Ich weiß es nicht. Ey, wenn wir nicht richtig sind, dann gehen wir einfach wieder den Weg. Einfach ganz einfach, also ich meine... Wenn es möglich ist, dass wir bis nach da, also bis, also dass wir zurückgehen können. Aber ehrlich gesagt wäre das ja nur Zeitverschwendung. Darum geht's mir, weißt du? Ach, im Let's Play ist ja alles möglich, da ist ja gar nichts verboten, von daher. Ja. Ne? Alter, bei mir Grafikfehler manchmal.
Ja, das meine ich. Und also diese Schattenfehler irgendwie.